Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot. Hallo. Heute machen wir uns den Hauptgang zu unserem Ostermenü. Mich kennt ihr schon, ich bin die Sonja, ihr seid bei mir in der Red Kitchen. Und als Hauptgang habe ich mir überlegt, machen wir uns einen Kalbstafelspitz und zwar auf eine ganz moderne Art und Weise. Ich habe mir da ein Stück Fleisch besorgt, den Fettdeckel, den habe ich abgeschnitten. Dazu kommen wir gleich und als Beilage, es soll ja was Frühlingshaftes sein, gibt es einen Spargel, Zuckerschoten. Ich habe mir da gekauft ganz kleine Kartoffeln und natürlich sollen auch Möhren und der Sellerie nicht fehlen. Und ich habe gesagt, wir machen uns den auf eine moderne Art und Weise. Und zwar machen wir uns den nicht wie herkömmlich im Wasser, sondern den brate ich jetzt erstmal an. Und dann kommt der ins Backrohr rein. Ich hoffe, das ist jetzt soweit. Ein bisschen braucht es noch. Ich muss natürlich jetzt noch salzen und pfeffern. Und dann kommt er raus aus der Pfanne. Und ich lege dann auf ein Gitter drauf. Dann kann der nämlich von allen Seiten gleichmäßig garen, weil wenn ich ihn jetzt in der Pfanne drin lassen würde, würde die Unterseite schneller gar werden. Wir machen uns das bei Niedrigtemperatur, also drum, das kann man ganz gut vorbereiten. Dann kommt der in den Backofen rein und ihr müsst euch um nichts mehr kümmern, sondern nur um die Gäste. Ich habe den Backofen vorgeheizt auf 175 Grad, da lasse ich ihn 12 Minuten drin und dann gehe ich auf Niedrigtemperatur, dann schalte ich runter auf 70 Grad. Das geht natürlich nur mit einem modernen Herd und dann bleibt mein Tafelspitz für 3 Stunden im Backrohr. In der Zwischenzeit kann ich mein Gemüse vorbereiten. Die Kartoffeln werden eben geschält, die Zuckerschoten geputzt, der Spargel geschält. Die Karotten und den Sellerie tue ich auch putzen und schälen und in kleine Würfel schneiden. So, jetzt erkläre ich einfach mal, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich habe die Kartoffeln geschält, ich koche die dann immer so 8 bis 10 Minuten im Wasser und dann habe ich es auch wegen der Optik, einfach weil es appetitlicher ausschaut, nochmal in Butterschmalz gebraten. Mein Gemüse, da habe ich den Spargel gekocht, dann habe ich die Zuckerschoten gekocht und zwar alles so, dass es noch einen Biss hat, also nicht verkocht. Die Karottenwürfel und die Selleriewürfel, die habe ich mir in einem Kalbsfond weich gekocht und den Kalbsfond, den habe ich jetzt mit eiskalter Butter gebunden und mit Meerrettich gewürzt. Und jetzt ist, also wenn man so Niedrigtemperatur gart, ist eben auch ganz wichtig, dass die Teller vorgewärmt sind. Mein Fleisch ist jetzt auch fertig. Es kommt dann raus. Da kann man sehen, dass das wirklich rosa ist und durch ist. Und ich würde alles in ganz, ganz dünne Scheiben schneiden. Und dann einfach schön auf den Teller anrichten. Man muss ja nicht so viel Gemüse nehmen oder nicht so viel verschiedenes Gemüse. Ich habe es einfach gemacht, weil Ostern, Frühling und wo ist meine Zange? Das ist dann einfach frischer. Dann kommt mein Spargel drauf. Das habe ich auch alles dann in ein bisschen Butter nochmal angeschwenkt in der Pfanne. Da kommen meine Würfel drauf. Und dann wird die Soße noch aufgeschäumt.
Und dann kommt da so ein leichter Meerrettichschaum einfach über das Fleisch drüber. Man würzt dann noch ein bisschen nach mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann kann auch schon serviert werden. Also ihr seht, das macht eigentlich ganz wenig Arbeit. Das dauert zwar 3 Stunden, bis das Fleisch wirklich durch ist, aber das ist eine ansprechende, schöne Hauptspeise zu einem hoffentlich schönen Ostern. Und nächstes Mal will ich euch die Nachspeise präsentieren. Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot.